So, Assassinenzeit! Und ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass wir den guten Kel'Thuzad auspacken. Auf geht's. Kel'Thuzad! So, wir spielen Towers of Doom und es sieht erst einmal nicht gut aus. Wer kann es euch verdenken? Wir haben nämlich auf der Gegenseite eine Komi, die mich one-shotten kann und eine Nova, die mich one-shotten kann. Und beim Rest bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir spielen entweder Pestländer oder die Frostseuche. Aber ich glaube, wir werden die Pestländer spielen. 10 Sekunden, das klingt Und Notiz an mir selber: nicht lange rumhaten, wenn man mal was nicht trifft. Aber vor allem das Q auf 4, CD halten. Und zwar 3, immer. Sei es gegen die 1. Minions oder gegen die Helden. Auf in den Kampf! 6 Sekunden ist das schon. Eine Wucht! Wir Es haben ist Illidan vor an der mir Frontline, gestellt. wir haben Uta. Und wir müssen aufpassen. Dass wir nicht abgeschlachtet werden. Das klingt logisch. Und Tod ist schon hat uns ohne die Belang Nova für einen Diener der am Geiste. Arsch. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird sehr, sehr häufig Tode geben. Das ist einfach ein Cancer-Line-Up hoch 10. Ah, es ist oft leider so, dass ich, wenn ich Kel'Thuzad spiele, immer in Stealth halt auf der Gegnerseite ist. Lichtkönig hat Was mir sehr, sehr bitter ist. ewiges Leben gewährt. Aber auch wenn wir noch so oft sterben, wir müssen versuchen, unsere Stacks zusammenzubekommen. Okay, das ist schon mal mies. Es gab schon mal ordentlich Stacks. So müssen wir es versuchen, die Nova durchaus anfällig dafür. Durch euer Wort. Das war nicht die echte. Das war dämlich. Eine schicksalhafte Wahl. Entscheidet euch für ein Talent. Guck mal kurz runter, vielleicht kriegen wir da was Nicht mehr gebacken. lange. Dann werden die Altäre erscheinen. Bereitet euch vor. Wir müssen sie vor dem Feind beanspruchen. So ist es. Weiter so, mein Diener. Das klingt logisch. Endlich! Die Altäre sind bereit! Nehmt sie ein! Und zwar schnell! Dieses Reich gehört mir, Totengräber. Wie der Schatten es befiehlt. Der Rabenfürst kann mir die Herrschaft nicht absprechen. Ha! Jemanden wie euch hätte ich in Andorhal gebrauchen können. Doppelkill! Lass okay, die wir haben's. Türme feuern! Vernichtet den Rabenfürsten! Wie ergötzlich. Das haben die überlebt. Schnell zum Brunnen. Bin noch ganz gut dabei. Wichtig ist nur, dass ich mir darüber jetzt keine Sorgen machen sollte, dass ich hier sterbe oder so, weil das lässt sich nicht verhindern gegen dieses Line-up. Nehmt das. Eine
Ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich aufpassen, die Nova steht hier irgendwo. Eine Schicksalhafte Wahl. Zerstört dieses Tor. Wählt euren Pfad. Leider habe ich keine. Okay, was werden wir spielen? Wir werden Gletscherstachel spielen. Wir werden schon auf beschleunigter Tod beschleunigter Verfall spielen. Ein weiteres Glied in der Kette. Wir sind Level 7, wir haben 18, wir haben die Hälfte geschafft. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal die verringerten Abklingzeiten der Grundfähigkeiten, was schon mal ganz nett ist. Muss man nur schauen, dass er da irgendwie. Die Altäre sind wieder da. Erobert sie schnell! Eine beherzte Tat. Jetzt sterben wir. Ich habe versucht, ihn da zu töten, aber wir bekommen zumindest die Tower. Das ist ja schon mal was. Level 10 Schattenriss oder Frostschlag? Ich glaube, wir werden auf jeden Fall Schattenriss spielen und versuchen, die Kombo zu setzen. Ich muss mir immer noch merken, wenn ich das E zusammensetze, dass ich dann auf jeden Fall schon das W dementsprechend platziere. Edina ist tot. Wenn man nicht so wild, wie gesagt. Das ist ein schwieriges Line-Up, gegen das wir kämpfen müssen. Der Gessler pusht oben. Sehr schön. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Sehr stark gemacht von Li Ming. Sehr gut. Wir müssen diesen Helden ausschalten. Ist nicht vollkommen nutzlos. Rückzug. Entscheidet euch für ein Talent. So, Schattenriss. Der Schleier lüftet sich. Ja, nach oben zu Asmodan oder der Malta hier kommt da gerade um die Ecke. Wir wissen nicht, wo Nova ist. Haltet euch bereit. Die Altäre werden bald sichtbar werden. Für die Geißel. Das klingt gut. Doppelkill. Blutrausch. So ist es. Lass die Altäre nicht in die Hände des Rabenfürsten fallen. Schade, die Ming doch noch gestorben. Aber wir kriegen wieder den Tower. Alles gut. Unsere Türme nehmen den Rabenfürst unter Beschuss. So, ich komme mal runter. Wir sind ja auf jeden Fall schon mal fertig gestackt, auch wenn wir noch keine Kills geholt haben, aber das ist erstmal wurscht. In erster Linie geht es darum, dass wir einigermaßen die Kombos durchzimmern. Ich mach den Glauben mit. Nice. Eines unserer Forts wurde zerstört. Diese Leiche könnte sich noch als nützlich erweisen. Schade. Wenn ein Plan funktioniert, eine schicksalhafte Wahl. Das war sehr unglücklich.
Scheiße, Cloak nicht bekommen. Da war ich ein bisschen zu früh. Nehmt die Altäre ein. Enttäuscht mich nicht. Schade. Wer sich dem Rattenfürsten widersetzt, wird leiden. Haben wir es endlich mal meine Globes zu Ende bekommen, dann kriege ich noch ein bisschen extra Heal. Wir werden dann, glaube ich, Eisketten spielen. Oder Eisiger Griff können wir auch spielen. Ich glaube, wir werden Eisketten gehen, den Slow auf 60%. So. Gar nicht so schlecht. Die Kombo muss halt treffen. Wenn ich das erste E habe, dann das andere E. Das muss schon funktionieren alles. Schade, jetzt hat das Wie leider verkackt. Tor verloren! Seid vorsichtig! Wir haben einen Turm verloren! Niemand widersteht dem eisigen Hauch des Todes! So ist es. Wir brauchen eine neue Strategie. Das war ganz schön greedy. Ein weiterer, Alter. Ein weiterer Kampf. Mit Vergnügen. So sei es. Ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel geöffnet, der zur Mitte des Schlachtfelds führt. Brauche ich da nicht den Global, dann kann ich es wohl vergessen. Oh, ich werde meinen Helden ebenfalls diese Möglichkeit bieten. Jemanden wie euch hätte ich den Anderhalt gebrauchen können. Dunkle Leer. Gute Arbeit. Euer Ende naht, Totengräber. Werdet ihr zugrunde gehen. Ja, ich hätte unten wahrscheinlich mir das Ding noch holen sollen. Wäre besser gewesen. Ja, sie werden Boss machen. Wie der Schatten es befiehlt. Festung zerstört! Bringt Fleischwagen in Stellung! Scheiße. So ist es. Sie schreckt! Der Feind hat gerade eine Festung zerstört! Ach, schade. Das klingt logisch. Ja. So ist wir müssen in die Mitte vielleicht den Gessel da aufhalten. Mal gucken, es wird ganz, ganz schwer. Die werden bald erscheinen, Helden. Von
So sei es. Eigentlich brauche ich den Glob. Fucking hell. Okay. Illidan, wir müssen da hin. Nimmt sie vor den Handlangern des Rabenfürsten ein. Lasst uns sehen, ob ihr diesmal eure Lektion lernt. Ja, unverzüglich. Da kommt man leider nicht durch, muss mal außen rumlaufen. Ihr seid tot. Ah, ist das schwierig. Ihr müsst ihn töten. Oh, er kommt da weg. Oh, ist das bitter, ey. Ah, ganz, ganz, ganz schwieriges Game. Komi und die scheiß Nova. Aus meinem leider immer so, wenn ich Kaytosat spiele, dass ich Nova auf der Gegnerseite habe. Ist echt bitter. Immer so gut wie immer ein Staff halt. Oder eben auch ein Genji. Alles, was halt Kaytosat relativ schnell zu Tode brezeln kann. Schade. Late Game nicht mehr so gut. Early Game hat mir eigentlich gefallen, aber ich treffe einfach zu selten gerade die Combo. Ja, er feedet wieder rein. Das ist sehr dämlich. Festung verloren! Die Handlanger des Rabenfürsten haben einen Turm erobert. Wir müssen mal oben den Uta schnell unterstützen. Alter, das gibt's ja nicht. Late Game sind wir einfach zu schwach. Mit zwei Magiern. Die einfach gecountert werden. Der Feind hat gerade eine Festung zerstört. Oh Gott, ey. Inakzeptabel! Der Rabenfürst kontrolliert alle Türme. Erobert einen. Der Schuss ging nicht mal durch. Aber unten müssen wir das defenden. Ja, jetzt kommt er ruhig. Unlucky! Ja, Bad Game würde ich nicht mal sagen. Es hat einfach. Illidan ist am Ende nur noch reingefeedet, aber das Lineup war halt einfach scheiße. Mit zwei Magiern. Ich hätte noch mehr feeden gehen müssen. Und das meine ich gar nicht irgendwie so, dass ich das Spiel hätte schnell beenden sollen, sondern tatsächlich feeden in dem Sinne, dass ich mehr riskieren hätte sollen. Habe ich leider nicht. Schade. Ganz schön abgefallen. Hat gar keinen Schaden mehr gemacht am Ende. Weil ich noch alles gemisst habe. Weil ich zu viel Angst vor der Komi und von der Nova hatte. Geht mir aber jedes Mal so. Wenn ich dann auf der Gegnerseite hart gecountert werde, wird es halt schwierig. Babi hat nur übrig reinzufeeden oder defensiv zu spielen. Hoffen wir mal. Ich werde sicherlich nochmal Cat Wizard spielen in der Woche. Unranked auf jeden Fall. Das Unranked Game mit Kaytosat, kann ich jetzt schon mal sagen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir es dann besser gebacken bekommen. Ja, danke fürs Zusehen. Mehr gibt es nicht zu sagen hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.